da, wo wir nachgeschaut haben. Ich bin da am Überlegen, ich habe ja jetzt einen LTE-Vertrag. Der kostet ja momentan 47 Euro für mich. Und der Anbieter hat jetzt einen neuen LTE-Vertrag. Also ich habe noch einen uralten, schon Jahren, 3 Jahre oder 4 Jahre schon. Und jetzt haben sie neuen, den gleichen Vertrag, also 150 Download, aber nur noch 30 Upload, gell? Ich habe 50. Und der kostet mittlerweile 59 Euro. Also ein schlechterer Vertrag und teurer. Ich bin ja überlegen, ob ich Vertragsverlängerung mache, damit ich mir wirklich für die 2 Jahre den Preis gesichert habe. Ich weiß gar nicht, was du mit Vertragsverlängerung meinst. Ja, mein Vertrag ist ja ausgelaufen. Ich bin ja außerhalb der Vertragszeit. Und außerhalb der Vertragszeit verlängert sich ja automatisch. Nein, bei uns nicht. Nicht? Ist in Österreich verboten. Oh. Automatische Vertragsverlängerung. Außer das natürlich. Ist in Österreich verboten? Was heißt außer, was ist aufpassen, dann, wenn du jetzt... Außer man tut als Österreicher über eine deutsche Website einen Vertrag abschließen. Über ein deutsches Unternehmen. Dann ist das auch in Österreich erlaubt. Aber Österreich an sich ist das nicht erlaubt. Ja, was ist denn dann, wenn du jetzt quasi einfach deinen Vertrag hast und sagst überhaupt nichts? Kriegst du einen Brief zugeschickt? Möchten sie verlängern? Nee, er läuft schon weiter, aber du bist nicht die Vertrag. Läuft einfach ohne Vertrag weiter. Jederzeit kündbar. Ohne ja, das ist ja bei uns auch. Ja. Nee. Na gut, du hast dann weiter einen Jahresvertrag. Genau, wir nicht. Bei uns ist es Monat. In der Monat kannst du kündigen. Genau. Und das läuft ja bei mir jetzt schon 3 Jahre lang. So. Und da bin ich jetzt überlegen, ob ich wirklich vielleicht doch Vertrag wieder gebe, weil wenn du Vertrag bist, hast das heißt vertraglich. So können sie dich auch jederzeit kündigen. Vertrag zu nehmen. Ist beidseitig dann. Du bist ja nicht mehr im Vertrag. Das heißt, auch die müssen nicht mehr den Vertrag erfüllen. Da habe ich ein bisschen Angst, weil doch jetzt nennt er für 47 auf 59. Es sind 11 Euro. Halt 12 Euro. Oder 12 Euro, ja, im Monat. Und er soll noch teurer werden. Tja. Ich muss mir überlegen, ob ich das. Ich weiß gar nicht, was ich dann zahle, wenn mein Guthaben, also nicht Guthaben, sondern die ersten 6 Monate rum sind. Aktuell zahle ich ja 15 Euro im Monat. Ja, das war bei mir am Anfang auch. Hat ja auch voll wenig gezahlt. Ja, zusätzlich kriegst du ja bei der Telekom noch, weil du ja unter 27 bist. Also ich kriegst ja noch 5 Euro im Monat geschenkt. Macht auch was aus. Nur es ist mir stutzig, weil sie halt die Verträge halt teurer machen und die Leistung runterregeln. Na, es wollen halt jetzt mehr Menschen. Genau, und dann regeln sie halt runter. Natürlich. Anfrage? Bestimmt den Preis, Angebot und Nachfrage. Genau. Okay. Natürlich zahle ich halt jetzt für. Ich zahle für weniger Leistung, als ich kriege, aber das hast du fast überall. Ja, natürlich. Also beim Handy genauso. Ja, auch nie immer genau das, was du kaufst. Das stimmt wohl. Und ich muss ja sagen, wir müssen ja froh sein, dass wir überhaupt LTE hier haben. Ja, dass du überhaupt die Leitung halt hast. Ja, LTE. Und ich muss sagen, Grundversorger, falls jemand sagt, Festnetz ist besser. Ja, mit 8 Mbit komme ich halt nicht weit hier. Wenn du das schnellste nimmst, kommst du auf 10 bis 12 Mbit, wenn gut. Er hat doch ein Glasfaserkabel vor der Haus. Das heißt aber 45 Euro. 45. Ja, okay, das Traurige ist, 20 Meter von unserem Haus läuft Glasfaserkabel. Genau, das ist ja die beste Story dann der ganzen. Das ist halt das Traurige daran. Du kannst da rumgucken mit 10 Mbit maximal. Über Grundfaser, über die gute Tele. Gute Telekom. Und bei uns heißt das A1, aber nicht das Telekom. Jupp. So, also grüne Ballen haben wir jetzt auch mal. Die noch ausladen, dann haben wir einen. Voll. Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch die Solarfilter, oder? Oder was fehlt noch? Und einen Filtermischer musst du noch kaufen. Ja, okay, das. Ich weiß halt, ob wir schon mal abdecken wollen. Ja, wenn du fertig bist mit deinem Fahrsilo, Gedöns da, mit deinem Heckler. Nee, ich muss ja noch die ganze Zeit fahren. Dauert ja. Wart lieber, bis er fertig ist.
Ich habe ja nur einen kleinen Anhänger. Naja, so klein ist auch nicht. 21.000? Ja, ich sag mal etwas. Mache nicht schlechter als eh schon. Der ist ja von der Mürke Macke. Was? Agro-Liner. Einen guten Agro-Liner haben wir gekauft. Aber hätten, ja, hätten wir uns den Großen nicht gekauft, hätten wir mehr Geld gehabt. Kaufst du zum großen Anhänger? Nee. So. Nee, weil du kaufst. Ist ja nicht so, als könntest du auch. Nee, ich will nicht. Du hast Angst. Du kannst ja dann schon mal mit dem Frontlader hier zur Biogasanlage fahren. Ah ja, stimmt, da brauchen wir Papier. Ja. Ich habe ihn jetzt hoch zu dem Dings gestellt für die Ballen. Ja, du brauchst ihn überall. Ja, wir brauchen ihn halt auch hier, weil du musst ja... Ja, aber da könnten wir eigentlich einen Frontlader zum Traktor bauen. Die Frage ist, brauchen wir den? Nee, wir brauchen den noch gar nicht. Ja doch, zum Einladen, oder? In den Futtermischwagen. Oder wir kaufen uns den, der selbst aufnehmen kann. Vorne die Häcksler hat. Ja. Selbst aufnehmen. Ja, im Endeffekt müsstest du ja so oder so. Das Zeugs kann man ja nicht in den Wagen laden. Geht das? Ja, geht in den Anhänger, kannst reinladen. Gibt ja diese automatische auf. Dingern. Aber wir kaufen einfach den, der automatisch aufnimmt. Dann ersparen wir uns das. Kauf du nur. Wenn mal das Preis noch drin ist, das ist natürlich Frage. Wir haben 800.000. Ja. Du willst ja gerade nicht, was du automatisch aufnehmen kaufen willst. Ich mach das. Vertrauen. Ich kauf das größte. Automatisch aufnehmen oder den, ja. Nee, die den... automatisch aufnimmt. Ja, das... Die haben maximal eine Frontlader drin, oder? Nee, diesen Schnorchel. Genau, damit dann das Gemisch, was du gerade machst, automatisch aufnimmt. Den Schnorchel, wir verstehen uns. Den Schnorchel und das Gemisch. Das gute das Gemisch. Das gute, meistens weiß. Ja. Wie gesagt, ich wollte ja heute eigentlich an Extreme Statistics weiterarbeiten. Also immer noch der gleiche Tag für manche Leute, die... Ja, das ist ja egal. Gerade zuhören. Heute halt, am Mittwoch, dem 21.11. Am Tag nach dem Release von Alex. Der Tag danach. So, wir wollten kaufen. Kaufen das tue ich immer gern. Aber ich bin leider nicht dazu gekommen heute, weil ich musste dann doch heute mal hier die Brücke anschauen. Das muss ich mir auch mal anschauen, weil du erzählst die ganze Zeit von dem Film und da denke ich mir, naja, da kann er jetzt... Von der sein. Serie. Also die vierte Staffel, ja, ist ja die letzte Staffel. Filmserie. Aber dann denke ich mir, wenn du das schaust, dann kann es nichts Gutes. Das ist halt Kriminalserie. Aber die ist nicht schlecht gemacht. Also. Es ist halt... Ich weiß ja nicht, ob du Schweden-Krimis kennst. Was? Ob du Schweden-Krimis kennst oder überhaupt diese ganzen nordische Zeugs. Über das Namen. 1000 Geschichte, die parallel ablaufen. Okay, und dann switcht das so durch. Und die switchen durch, genau. Und im Endeffekt hat alles irgendwie miteinander zu tun, aber im Endeffekt, jeder Staffelanfang, hast du meistens so 20 verschiedene Geschichten. Okay. Gefühlt. Das heißt, und du weißt eigentlich nicht, wer was mit was. Ja, du musst bedenken. Also, du kannst jetzt. Das ist halt der Unterschied. Während du bei anderen Zeugs immer irgendwas machen kannst, wie zum Beispiel The Man in High Castle, nebenbei auch irgendwas machen, da ist es ja nicht relevant. Du musst halt schon aufpassen, damit du mitkommst. Das heißt, du kannst nicht nebenbei programmieren und da schauen. Programmieren und Film schauen ist generell schwierig, aber. Oh. Ja, wenn du so Kleinigkeiten nebenbei programmierst und du copy-pastest. Ja, aber das machst du was. Ich höre ja auch meistens, also wenn ich wirklich richtig programmiere, höre ich eigentlich auch keine Musik. Ja, ich mache auch gar nichts eigentlich von mir. Halt, wenn ich noch so irgendwas mache, Copy-Paste, dann natürlich schon. Aber sonst... Am meisten musst du ja immer genau überlegen, mach das wohin und was will ich. Was mache ich jetzt eigentlich? Genau, was will ich überhaupt? Frage stelle ich mir auch ganz oft. Was hatte ich jetzt eigentlich vor auf Arbeit? Was will ich jetzt machen? Was will ich jetzt eigentlich machen? Gut, jetzt ist der Futtermischdingsbumsgedöns auch bei der PGA. Ich gehe auch mal. Ich muss da noch einmal mit einem Anhänger runterfahren. Fahr einfach die Dreckspuren nach, dann finde ich schon, wo du es.
Was ist das kleine Text. Haufen Elend hier? Ja. Okay. Wer ist kleine Häufchen Elend? Wieder reingetan. Ja, es fühlt sich ja klein an, vor allem wie groß diese Box ist im Gegensatz zu früher immer. Mhm. Aber es sind nur zwei Boxen. Ne? Ach so, nur zwei. Oh. Nicht drei. Aber du kannst ja natürlich, ich glaube, eine neue platzieren, oder hast du geglaubt? Ja, müssen natürlich erst beide begeben. Dort oben ist aber doch relativ frei, auch jetzt vor der Biogasanlage könnte man auch was hinstellen. Oder? Nee, das ist am Berg. Nee, ist auch bergig. Also ich. Dann halt da, wo die Biogasanlage ist. Flach. Aber mich würde interessieren, wie sich dir das vorgestellt haben, wo du die ganzen Sachen platzierst. Stelle ich mir halt gerade auch noch die Frage. Weil das ist ja, du kannst ja so viel kaufen eigentlich, was du platzieren kannst. Mal Shop gehen. Allein Tierhaltung, die ganzen Tiere, wenn du die alle haben willst, wo willst du das hin platzieren? Das kannst du ja nur auf dem Feld platzieren. Feld 8. Dann die Silos, da hat er alle möglichen Silos, Fahrsilos, Alter. Doppelfahrsilo. Und du hast halt oben neben Feld 3, da wird wahrscheinlich ein bisschen Platz sein. Und dann hast du von über Feld 9, da hast du Platz, aber sonst. Ja, Feld 3, da, meine, da wo wir, aber so viel ist halt auch nicht. Wenn du siehst, bei Feld 13, da war aus. Steht da jetzt? Und wie steht's da? Beschissen ja. Steht's da wegen der Kackstrommast. Ja, das heißt, bei Feld 6 oben könnte vielleicht ein kleines Gebäude hinbauen. Aber sonst wahrscheinlich schon auf dem Feld. Ja, du, ich geh einfach davon aus. Ich will auf, halt nicht die großen Felder auffahren, sondern eher dann 22. Ich gehe halt davon aus, dass er einfach dafür gedacht ist, auf dem Feld platzieren. Oh, du nennst das bitte hier nicht ein kleines Häufchen Elend. Doch, ist ein kleines Häufchen Elend. So, ich weiß, wie viel da reinpasst. Wie geht denn abdecken? Nee, nicht abdecken, ich komm noch einmal. Der kann es in den anderen reintun. Ah ja, wir müssen es ja noch verdichten. Ja. Okay. Ah, kann ich das mit denen auch machen? Mit den Häufchen Elend hier. Beep, beep. Komm, war. Kann ja auch nochmal drüber fahren. Mip, mip. Sind wir schon bei 50%. Wie sieht man das? Ah, da. Na, 50, links. 60, ja, yeah. Geht mit denen auch. Da liegt halt ein. Dann kippst du es halt ins nächste. Auf immer. Ja, ich dachte, dass du ja mehr hast. Auf jeden Fall schon klar. Das sind schon 80.000. Das ist ja nix. Ach, die ja, weißt, das ich kann 21.000 Grad mal transportieren. Das heißt, es vier Ladungen waren das jetzt. Und das ist ein bisschen aufwendig, mal hoch und runter zu fahren. Naja, jetzt sind wir nicht der Ausrede. Dann hättest du ja auch mal Feld 8 kaufen können. Ja, dann hättest du ein bisschen länger fahren können. Also Feld 8 ist halt wirklich ein Maisfeld. Weil es liegt direkt neben der BGA. Ja. Kannst natürlich auch was anderes drauf sehen, aber normalerweise macht Mais. So, verdichtet 100%. Ja? Decken. Silo zu decken. Bzzz. So, wir sind dann hier gleich fertig. Kannst du gleich wieder Kuban kommen? Was? Nee. Wir machen erstmal fertig alles. Ja, was ist denn jetzt los? Der Helfer macht einfach nicht weiter. Ich kann nicht links neben warten, den. Das gegärt. Gegärt. Gereift. Gefruchtet. 1%, da müssen wir dann wieder schneller schalten. Über Nacht. Kannst du jetzt ja auch machen. Geht denn das? In den anderen Einstellungen. Welche anderen Einstellungen kommen dort her? Du hast eine Einstellung mit einem Trecker. Einstellung mit einem Trecker. Trecker. Nee. Hast du nicht drei Einstellungsreiter oben? Dreimal mit Zahnrad. Einmal mit einem Traktor, einmal mit einem Bildschirm und einmal mit. Nee, weiter hast du einen Bildschirm. Traktor habe ich keinen. Also, ich habe schon einen Traktor, aber das ist Fahrzeugübersicht, aber nicht die Einstellung. Ja, aber nicht hinten. Na gut, dann hast du keine Rechte. Du Schiff! Ja, ich kann daran jetzt leider nichts ändern. Gib mir sofort Rechte. Geht nicht. Geht nicht, ich hab geschaut.
Server-Einstellungen sind nur die Server-Einstellungen.